Zu einem wunderschönen Weihnachtsvers gehört das Klassische für mich. Ein Christbaum, also ein schön aufgeputzter Christbaum und lachende Kinderaugen. Und nachdem ich ja kein Kind mehr bin, freue ich mich extrem auf die Kinderaugen meines Sohnes, die wahrscheinlich so groß werden, und das ist super. Das freue ich mich schon. Zu einem perfekten Weihnachtsfest ganz sicher ein offener Kamin. Ganz sicher meine Freunde treffen, kein Stress. Und wenn es geht, eine Vorstellung irgendwo. Also in diesem Jahr habe ich am 26. eine Vorstellung in Salzburg mit La Cage aux Folles. Da kommt meine Schwester, die Geburtstag hat. Und dann feiern wir in der Villa Trapp quasi Weihnachten nach, Geburtstag nach. Also das gehört schon dazu. Krampfhaft, auf Teufel komm raus, nach Geschenken jagen, gehört für mich nicht zu einem Weihnachtsfest. Weihnachten ist Christbaum, Familie, Ruhe. Man möchte es genießen, kein Wirbel, und in den eigenen vier Wänden. Ich hasse Weihnachten in einem Hotel, ich hasse Weihnachten in der Karibik, ich liebe Weihnachten in Österreich mit einem Tannenbaum, ich mag auch keine Fichte, Tannenbaum und mit meiner Familie. Die Familie, und ich hoffe, ich bin heuer bei der Familie dabei, ein schöner Baum und eine gute Stimmung. Perfektes Weihnachten bedeutet für mich, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Alltag herauszunehmen, vielleicht ein bisschen sich auch vom permanenten Online-Sein zu trennen und mal wieder mit Freunden, mit Familie Zeit verbringen, Gespräche führen, zu denen man sonst auch nicht kommt, und ja, am Weihnachtsabend selbst im Kreis der Familie einfach einmal zur Ruhe zu kommen und ein schönes Fest zu verbringen. Also so kitschig es klingt, beim Weihnachtsfest ist es so, dass wir, ich habe vier Geschwister, und soweit es geht, dass wir zusammen sind und selber musizieren und singen. Es kann zwar wahrscheinlich mein Gesinge keiner hören, aber es hält einen irrsinnig zusammen, ist für mich das Ursprüngliche von Weihnachten, wenn man wirklich mit seinen engsten Leuten zusammen etwas gemeinsam macht. Ruhe. Ruhe zu Hause, so wie es der Ambros singt, ich will mir Weihnachten wie immer. So wie es immer war, soll es immer sein. Zum perfekten Weihnachtsfest gehört natürlich die Familie. Also gerade, ich komme aus einer ländlichen Gegend, aus Vonsdorf, und da ist man erst sehr, sehr familienverbunden und so weiter, und ich bin jetzt da seit anderthalb Jahren in Graz, und man freut sich dann auch wieder, und jetzt bin ich sehr viel unterwegs, man freut sich echt wirklich auf Weihnachten, dass man die ganze Familie wieder sieht, die Eltern, die Großeltern, und das gehört für mich eben zu einem perfekten Weihnachten dazu.